Das wäre das Ende von Urban Decay. Seid ihr bereit für die krasseste neue Limited Edition des Jahres? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin äußerst aufgeregt, ich bin äußerst freudig, erregt, denn ich war gerade im Rossmann und mir ist da etwas ins Auge gesprungen. Etwas, was mich an das vergangene Jahr erinnert hat. Etwas, was letztes Jahr so phänomenal gut war, dass ich mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder sehr, sehr glücklich werde. Rivaldi Loop hat die neue Lots of Love Limited Edition rausgebracht. Es gibt sehr, sehr viele LEs gerade parallel. Es stehen nicht alle in den Hotspots, aber einige stehen drin, manche stehen im Laden verteilt. So auch diese hier. Und ich war fast traurig, weil ich die nicht gefunden habe in der Theke. Vielleicht erinnert ihr euch. Letztes Jahr gab es eine LE, die ähnlich aussah wie diese hier. Und die war so krass, dass ich es kaum ausgehalten habe. Und ich hoffe, dass es diesmal auch so wird. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Hier sind Produkte drin, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie rauskommen. Von Rivaldi Loop, Rival Loves Me. Und vor allen Dingen sehen die sehr, sehr spannend aus. Und ich weiß, dass hier viele Produkte noch wirklich auf die letzten Meter dieses Jahr die Jahresfavoriten retten können. Deswegen verlieren wir keine Zeit und starten. Falls ihr neu seid und keine spektakulären Produkte aus der Drogerie mehr verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert mit Glocke. Da müsst ihr zweimal raufklicken, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung. Das ist ganz, ganz wichtig. Prüft das gerne. Dieses Ding, Freunde, das ist schon die Sensation des Jahres, dass es das jetzt von Rivaldi Loop gibt. Und zwar ist es die Brighten Up Under Eye Creme. Die erinnert uns ja doch schon sehr an dieses Töpfchen hier von Becker oder das von Catrice. Jetzt gibt es das endlich auch von Rivaldi Loop und das wird mit Sicherheit auch im nächsten Jahr ins Standardsortiment kommen. Das kennen wir ja mittlerweile schon, aber das sieht genial aus. Du hast hier eine sehr, sehr cremige Textur, schmilzt sofort bei Kontakt. Es wird mir vermutlich ein bisschen zu hell sein, aber das ist perfekt, um Highlights zu setzen und vor allen Dingen den unteren Augenbereich aufzuhellen. Und das tun wir jetzt. Ich arbeite da am liebsten mit einem Pinsel. Eigentlich funktioniert es am besten, wenn ihr das Ganze mit einem Finger einblendet. Aber wir gehen jetzt direkt mal hier hin und schaut euch das an. Das ist wirklich genauso wie der von Becker. Das ist genauso wie der von Catrice. Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht. Ich freue mich riesig, dass der da ist, weil das genau das ist, was ich gerne im Alltag benutze. So ein Under-Eye-Brightener, einfach um es ein bisschen heller zu machen. Für meine Hautfarbe und für meine Intensität der Augenschatten ist der noch etwas zu hell. Das ist der von Charlotte Tilbury, die 2. Das ist meine perfekte Farbe. Das ist ein Stückchen dunkler. Liebes Rivaldi Loop Team, ich weiß, ihr werdet dieses Video sehen. Ich freue mich sehr darüber. Und falls es dieses Produkt jemals in Standardsortiment schaffen wird, schaffen wir es, das in dieser Farbe und für etwas dunkler auch in dieser Farbe hinzukriegen? Call me. Weil es einfach so, so gut ist. Ich liebe das. Teilweise, ich trage ja im Alltag kaum noch Full Coverage Make-up, eigentlich nur noch hier diese Under Eye Corrector, meistens der von Charlotte Tilbury, weil er, wie gesagt, von der Farbe her am besten passt. Was man damit ganz Tolles machen kann, ist damit einfach auch Highlights setzen. Ne? Also wenn du eine Foundation schon drauf hast, so ein bisschen hier auf die Nase. Es sieht niemals trocken aus, weil das so ein bisschen lichtreflektierend ist. Und du hast einfach ein super, super schönes Finish. Du musst ein bisschen aufpassen um die Fältchen herum. Du kannst ja die Fältchen ein bisschen aussparen. Ansonsten phänomenal. Schreibt mir gerne einmal jetzt in die Kommentare, welche Produkte euch dieses Jahr von Rivaldi Loop sehr gut gefallen haben. Ich freue mich riesig, dass es mittlerweile wirklich so, so viele spannende Produkte gibt. Und letztes Jahr war natürlich diese Kollektion, war der Kracher, ne? Also die habt ihr ja auch völlig auseinandergenommen. Deswegen habe ich sehr, sehr große Hoffnungen, dass die Lidschattenpalette gleich auch ziemlich gut wird. Die Foundation ist einmal eingearbeitet und ich glaube, jetzt seht ihr den Effekt auch ganz gut. Dadurch, dass es bei mir natürlich recht hell ist, hält das den Bereich auch recht gut unter den Augen auf. Was man machen kann, ist mit einem etwas größeren Pinsel. Das funktioniert halt bei mir sehr gut, weil mein Unterton recht rosa ist. Deswegen liebe ich diese Produkte auch so sehr. Einfach hier so ein paar Highlights setzen. Ne? Also kannst du ja über die Foundation rübergeben und dann mit dem Schwamm einfach so ein bisschen einarbeiten. Du kannst es natürlich auch über die Foundation geben, um es als Concealer zu benutzen. Also, und ganz, ganz spannend, da hat aber noch nie jemand drüber geredet.
Als Lidschattenprimer ist das sehr, 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 sehr gut. Du musst sie nur fixieren. Die Base sieht jetzt schon phänomenal aus, weil dieser helle Teil natürlich super schön das Licht reflektiert. Aber als ich das nächste Produkt gesehen habe, war ich auch schon wieder hin und weg. Weil es jetzt, ne, du merkst, ne, Rival de Loup, Rival loves me. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Die warten, was die anderen machen. Und dann kommen sie mit dem gleichen krassen Produkt raus. Wahrscheinlich sogar noch besser und deutlich günstiger. Und sie haben hier den Lots of Love Bronzing und Highlighting Stick rausgebracht. Ich bin kein Fan von diesen Highlighter Sticks, wobei der recht zart ist. Den kann man mit Sicherheit sehr gut auf den Augen oder um die Lippen benutzen. Mir ist das meistens immer ein bisschen zu grob und du machst dir da oft mit die Foundation kaputt. Deswegen will ich das jetzt nicht machen. Aber wir haben hier dieses Mäuschen hier. Das ist ein Bronzing Stick. Das ist kein Contouring Stick, denn der ist scheint zumindest recht warm. Jetzt geswatcht sieht er aber gar nicht. Ist krass, ne? Der Farbunterschied. Nee, der ist schon recht kühl. Okay, ich dachte, dass es wirklich ein Bronzing-Stick wird. Was nicht so schlimm ist, weil ich Contour-Sticks lieber mag. Dann schnappe ich mir hier ein kleines Pinselchen. Und dann schauen wir mal, dass wir den ausblenden. Okay, der ist sehr pigmentiert. Ich habe viel zu viel benutzt. Wobei, ja doch. Lässt sich sehr schnell in tupfenden Bewegungen ausblenden. Wow, okay, der ist sehr pigmentiert. Ich freue mich über die Farbe, weil ich wirklich gedacht habe, dass er sehr... Also er sieht halt, wenn du raufschaust, sehr orange aus. Geswatcht dann aber nicht. Das ist... Oder auf dem Gesicht dann vor allen Dingen auch nicht. Man muss wirklich immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen bitte, es gibt von vielen Produkten immer Tester in der Drogerie. Bitte benutzt die Tester und nicht die anderen Produkte. Ich sehe das so oft. Ich habe... Letztes Mal, als ich in der Drogerie war, wirklich jemanden dabei erwischt, wie sie da das Klebchen da abgeknispert hat. Ich habe sie dann auch gefragt, warum sie das macht. Hat dann natürlich keine Antwort mehr gegeben. So, also großartig, ging sehr, sehr schnell. Ich blende jetzt nochmal hier rüber, um die Konturen so ein bisschen weicher zu kriegen. 1A, tolle Farbe, ließ sich sehr, sehr gut ausblenden. Du kannst es natürlich auch noch aufbauen, ne? Also du kannst ja dann hier so ein bisschen... mehr, was jetzt nicht unbedingt nötig ist. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, wenn es schnell gehen soll, so ein bisschen einfach in die Lidfalte und dann verblenden oder mit dem Rest, den man am Pinsel hat, einfach hier so, rüber. Ich habe hier wieder Bella Hadid Cheekbones, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Videos mal gesponsert werden, ne? Weil Rival de Loup, Rival de Loup sponsert keine Videos. Ich kriege ja auch nicht jede Kollektion von denen. Immer nur einige ausgewählte. Und, oh, boom. Das habe ich erst nicht verstanden. Das ist die Blusher-Palette. Ich dachte, das sind Cremes, aber das sieht aus wie gebackene Texturen. Blusher-Palette enthält 6 unwiderstehliche Nuancen, die ein wunderbar frisches und strahlendes Aussehen verleihen. Die pigmentierte Textur lässt sich mühelos auftragen und nahtlos verblenden. Sieht sehr spannend aus. Wir haben verschiedene Shades an Blushes, alle recht schimmernd. So sehen die zumindest aus. Aber so doll, so laut sehen die gar nicht aus. Ich finde das Format ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr klein ist und du natürlich sehr präzise arbeiten musst. Ich kann jetzt hier nicht so präzise mit einem Puderpinsel reingehen, deswegen mache ich einfach mal so. Arbeite mir das auch vorher in die Hand und fixiere damit alles, was ich hier habe, ganz leicht. Ich probiere so wenig Puder, wie es geht, zu benutzen. Und du siehst, wie ich jetzt, also ich sehe jetzt zumindest gerade keine groben... Nee, ich dachte, das riecht. Ich sehe jetzt keine groben Schimmerpartikel. Also du siehst diesen Reflex, ne? Also es ist schon... Es ist nicht matt. Es ist kein mattes Produkt. Aber es hat so eine leichte Frische mit drin. Jetzt auch, wenn ich euch sehr nah ranhole, ihr seht, das hat die Base recht gut fixiert, ohne grobes Glitzer. Auch die als Lidschattenpalette mit Sicherheit sehr schön. Und du hast natürlich auch noch so ein paar Highlights, die du benutzen kannst. Was ich ja sehr, sehr gerne mache, ist, ich gebe mir auch so ein bisschen Blush auf die Stirn. Das fixiert schon ganz gut. Hello, hello, hello. Ich merke gerade, dass ich viel mehr Energy habe, wenn ich nicht um 5.30 Uhr anfange zu filmen. Aber es ist jetzt 13 Uhr und ich dachte schon, oh mein Gott, das ist zu spät. Großartig, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ihr seht es, ne? Der Under Eye Brightener, 10 von 10. Nein, eine 9 von 10, weil es nicht meine Farbe. Blush-Palette, super. Contour-Stick, definitiv eine 10 von 10. Ich bräuchte diesen Highlighter-Stick nicht. Ich würde mir anstelle dieser Glitzer... Highlighter, eher vielleicht einen matten Highlighter mal wünschen. Also einfach nur wie so ein Concealer-Stick, einen recht hellen Stick.
um so ein bisschen mehr Highlights zu setzen. Das funktioniert ja immer ganz gut. Ansonsten kann ich hier echt nichts sagen, was mir oder was mich gerade stört. Ein bisschen Puder ums Näschen und auf den Concealer. Und du kannst es mir einfach nicht erzählen. Ich lese das immer noch sehr oft in den Kommentaren. Ja, ist ja schön, wenn das Make-up, das Drogerie-Make-up in der Kamera so gut aussieht oder für eine Stunde gut aussieht. Ich weiß, dass mir Mäuse zuschauen, die mich persönlich kennen, die mein Make-up schon mal in echt gesehen haben. Bitte kommentiert, wie mein Make-up in echt aussieht. Wie sieht meine Haut in echt aus? Das soll jetzt nicht hochtrabend klingen, ne? Aber ich veräpple euch nicht. Ihr seht das hier und ich trage das auch draußen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung mit Geschäftsführern von sämtlichen Industrien und hatte eine 2,99 € Foundation drauf. I love it. Wir haben selbstverständlich auch noch diese Schätzchen hier. Und das war letztes Jahr wirklich ein ja, ich war ganz überrascht, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe. Wir haben, die sieht auch ähnlich aus. Ich gucke mal. Vielleicht, also jetzt auf die Schnelle finde ich sie nicht. Vielleicht finde ich sie, dann verlinke ich euch das Video unten. Wir machen weiter mit dieser Palette. Wir haben hier auch wieder so einen Zweierpinsel. Der ist sehr, 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 sehr gut. Ich benutze jetzt aber meine Pinsel, die ich hier habe, einfach weil ich sie da habe und starte auch direkt mit der Farbe Goddess. Goddess ist hier so ein recht kühler Ton. Dann setze mir den in die Lidfalte. Erstmal in stempelnden Bewegungen, um die Base so ein bisschen zu fixieren. Ja, so viel zum Thema. Nur ein bisschen leicht als Transition Shade. Auch hier, ich mag die Form der Fännchen nicht. Ich mag die aber auch nicht bei den Naked Paletten. Das ist übrigens Metall hier, ne? Das ist kein Plastik. Weil es einfach schwierig ist, da wirklich den Pinsel gleichmäßig voll zu kriegen. Aber was soll ich denn hierzu sagen? Ich meine, ihr seht es doch. Es ist der Wahnsinn. Ich habe immer das Gefühl, dass die Brands sich wirklich bis zum Ende des Jahres nochmal wirklich alles aufheben und dann nochmal raushauen. Im Frühjahr ist immer so ein bisschen Flaute, ne? Da ist immer nicht so spannend. Und dann vor Weihnachten, jede LE ist ein Volltreffer. Okay, die Farbe ist deutlich pigmentierter, als ich sie mir vorgestellt habe. Man könnte das natürlich jetzt schon so lassen. Werde ich natürlich nicht tun. Ich weiß, wir gehen jetzt hier in die Farbe Boss. Schöner Rotton. Hab lange keine roten Augen mehr geschminkt. Okay, vorsichtig. Muss ja nicht zu viel werden. Wobei es für meine Verhältnisse wahrscheinlich auch schon wieder sehr viel ist. Aber auch die ist ein bisschen zarter. Die geht eher so ein bisschen ins Rosa, ne? Aber die Farbe ist halt da, ne? Also ich meine, ihr seht das. Und du hast halt eine Vielzahl an verschiedenen Farben. Was mich jetzt persönlich am meisten anlacht, ist so dieser Bereich. Oder die Glitzertöne, wobei man die auch gut benutzen kann. Und du hast hier halt sogar einfach einen Duochrome-Ton. Den könnte man jetzt hier schon so mit draufgeben und du hättest schon wieder einen fertigen Look. Mache ich jetzt natürlich nicht, aber ihr seht es. Das ist der Wahnsinn. Lässt sich auch hier oben recht gut ausblenden. Ich nehme kein neues Produkt auf. Ich will die Kontur hier erstmal sauber haben. Sehr, sehr schön. Und gehe dann mit einem flachen, kleinen Pinsel in die Farbe Mistress. So ein dunkles Rot. Ich meine, der Ton war letztes Jahr so oder so ähnlich auch schon drin. Puh, Wahnsinn. Blende wieder aus und baue mir die Farbe so ein bisschen auf. Das ist unglaublich. Wenn wir diese Formulierungen mit einer neutralen Farbwelt hinkriegen würden, im Standardsortiment, ich sage es, wie es ist. Rival de Loop würde Urban Decay, den Naked Paletten zumindest, den Gnadenstoß geben. Das wäre das Ende. Das wäre das Ende von Urban Decay. Ich sag's euch, weil, also, vor 5 Jahren war noch mal eine ganz andere Welt. Aber du kannst mir, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal, habt ihr mal die letzten Urban Decay Paletten gesehen? Spektakulär waren die jetzt nicht. So, und dann kommt hier Rival de Loop ums Eck. 5 € oder für, weiß ich nicht, was es jetzt hier gekostet hat. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass es sich lohnt, 56 € oder 64 € dafür auszugeben. Da hilft nicht mal das Argument, ja, du kaufst den Namen. Das ist ja nicht Gucci. Ich hätte mir noch ein Schwarz in der Palette gewünscht. Wisst ihr, warum mich das auch recht stark erinnert? An die neue Anastasia-Palette, an diese Crimson oder so hieß sie, ne? Nee, Crimson hieß eine Farbe, so Romantic. Großartig. Es hat mir so gefehlt, mal wieder einen bunten Look zu haben. Auf mein bewegliches Lid gebe ich jetzt keinen Glitzerton. Davon haben wir ja auch welche. Ich gehe jetzt mal in die Farbe Mist. Das ist... Habt ihr gesehen, ne? Was ist das denn hier? Was hat es gekostet? 5 €? Gut! Video kann ich an dieser Stelle eigentlich beenden, weil ihr seht es schon. Ich nehme jetzt meinen Finger, gehe jetzt hier in die Farbe Mist. Tupft das hier einfach so ein bisschen rüber. Es war so viel.
Ich bin sogar so motiviert, dass ich jetzt sogar ein Inner Corner Highlight sitze. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Inner Corner Highlight gesetzt habe. Und ein Browbone Highlight. Oh, 2016 hat angerufen, sie wollen ihr Make-up wieder haben. Okay, vielen Dank, Rival Deluxe, für diese Palette. Wir haben natürlich noch ein Produkt, und zwar etwas für die Lippen. Es gab auch noch Nagellack und so, da kennt ihr, da lasse ich die Finger von. Da bin ich gespannt. Das ist ein Metallic Lipstick. Das hat so einen rötlicheren Ton. Oh, aber der ist nicht so glitzerig. Also der ist schon metallic, aber nicht glitzerig. Wird jetzt sehr, sehr viel mit diesem Look natürlich sein, ne? Es hat auch so ein bisschen die Hülse von den Yves Saint Laurent Lippenstiften, ne? Okay, gut. Ich glaube, wir müssen nicht mehr viel darüber reden. Das Ergebnis spricht Ende. Das Ergebnis spricht für sich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich genau das erwartet habe und nicht enttäuscht wurde. Was auch schon oft vorgekommen ist, ne? Dass du wirklich was siehst und denkst, okay, das sieht toll aus, aber dann hast du es zu Hause und dann ist es einfach nicht das Wahre. Das ist natürlich jetzt wieder ein sehr, sehr intensiver Look. Ich könnte jetzt auch auf der Ripperbahn gehen, ne? Je nachdem, auf welcher Seite, ne? Großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt kein Produkt, wo ich sage, lass die Finger davon. Das war wirklich phänomenal. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Seid schnell. Ihr kennt es mit den Kollektionen. Das dauert, das geht halt immer recht schnell. Aber, also der Under Eye Brightener, der wird mit Sicherheit in die Theke kommen. Genauso wie der Contour Stick. Auch der wird mit Sicherheit kommen. Bei der Lidschattenpalette würde ich mich wirklich beeilen, weil erfahrungsgemäß kam jetzt nicht zwischendrin in diesem Jahr eine von Rival Deluxe raus, die so auf diesem Level war, ne? Das ist nochmal ein anderes Level, als hätten sie Urban Decay überfallen und einfach die Umverpackung neu gemacht. Das tut mir wirklich leid, aber wenn ich dann sowas sehe und den Preis sehe und dann aber eine Palette für 60 Euro sehe, die exakt das gleiche tut, dann fühle ich mich wirklich so ein bisschen veräppelt. Habt ein wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal.